Wir stehen wieder bei altbekannten Gesichtern, die häufiger auf der Messe ausstellen, DRJ Art Projects, auch aus Berlin. Was habt ihr uns mitgebracht? Ja, nach der letztjährigen Teilnahme, wo wir überraschend die Möglichkeit hatten, noch eine zweite Wand mit kleinen Arbeiten zu bespielen und da sehr gute Erfahrungen gemacht haben, hatten wir das dieses Jahr dann gleich vor als Gesamtpräsentation unserer Auflagen- und Reihenabteilung der sogenannten Edition Rote Insel zu wiederholen. Das bedeutet, wir haben Auflagenwerke, die sind im Unikat-Charakter. Das heißt, sie folgen einem Werkgedanken, sind aber eigentlich zum überwiegenden Teil einzeln hergestellt und unterscheiden sich auch voneinander. Also alles kleine Arbeiten, kleine die aber als Formate, Reihen auch funktionieren. Genau, kleine Formate, die in der Reihen entstanden sind und dadurch deutlich attraktivere Preise haben, als wenn wir nur Unikate ausstellen würden. Gehen wir doch mal ein bisschen durch und schauen uns die Objekte konkret an. Sind das Stickereien oder was sehe ich hier? Embroideries, also das ist natürlich maschinell gestickt. Das ist eine Wiederauflage von Cedric Christie aus Großbritannien, der in den 80ern sehr Furore gemacht hat mit Aktionskunst, konzeptuellen Hintergrund. Auf der Documenta mal so ein ganzes Autotransporter hat auffahren lassen, wo dann solche Scheinlabel auch auf die Rennautos geziert haben. Und er kommt aus London und wir haben eben bewusst diesen Platz gewählt, um in dem Besucherstrom an der Stelle erstmal einen Eyecatcher zu haben, weil so eine Botschaft mit Typografie liest sich und dann bleibt man stehen, da kann man sich auch dran erinnern und bei 110 Galerien ist es wichtig, dass man ja auf den ersten Blick erkennbar ist. Dann Marken, ihr arbeitet mit den Marken, aber dann natürlich auch mit den großen Namen und den Zitaten aus der Kunstgeschichte. Richtig. Also natürlich die Diskussion ist ja in den 80er Jahren auch stark entbrannt zwischen Kunst, Design, Markenbildung, Kapitalismus. Das hat er eben jetzt wieder aufgenommen, auch so in dem, sagen wir mal, in den Abendstunden der Autoindustrie, die ja doch so gewisse Veränderungsprozesse gerade durch sich machen. Der Kult, der früher das Auto war, ist ja heute zum Glück eher das Fahrrad. Das heißt, er feiert auch so ein bisschen rückblickend das, was mal so ganz groß war, Castrol, Grand Prix und dann natürlich American Express als, sagen wir mal, Statthalter für den Kapitalismus an sich. Also insofern alles mit künstlerischen Mitteln übertragen und hier als Edition eben auch präsentiert. Okay. Weiter geht es aber dann mit Arbeiten, die wir zusammengestellt haben. Wir hatten ja 2019 auch hier auf der Positions eine große Ausstellung mit 100 Künstlerinnen und Künstlern zum Thema Bauhaus. Von da haben wir nochmal drei Arbeiten wieder gezeigt, weil die immer noch ihre Kraft und Stärke haben. Linhard von Monkiewicz, ein ganz bekannter Bildhauer, der uns einen Beitrag, das aus dem Rahmen gekippte Quadrat als Siebdruck gemacht hat. Die Käthe Kruse kennt man in Berlin vor allem auch aus ihrer Zeit mit der tödlichen Doris, auch Aktions- und Performance-Künstlerin, die 100 Meter Faden vernäht hat auf verschiedenen Farben. Und Rainer Splitt ist auch sehr bekannt für seinen Umgang mit Farbe, die er in ihrer Eigenschaft als fließendes Material immer wieder in anderen Konstellationen direkt auf dem Boden oder hier eben in so eine gefaltete Papierwanne zeigt. Also das war eine flüssige, einmal die Farbe komplett flüssig hier rauf, das Papier davor gefaltet und so kommt die Form zustande. Dann wieder ein bisschen was rausgekippt und so kommt die Form zustande. Das ist also quasi seine Herangehensweise, mit Farbe als Material umzugehen. Und dazwischen hängt dann noch eine ganz neue Arbeit aus unserer letzten Ausstellung Upspace, wo wir auch Editionsarbeiten, Auflagenwerke speziell eingeladen haben, eine Papierfaltung von Frank Taffelt, die also so aussieht, als wäre sie auf dem Papierblock, aber gerade umgekehrt, der Block ist aus Holz und die Reliefstruktur ist aus Papier. Und das ist eine bewusste Reminiszenz an seine Kindheitsbeobachtungen, wie man mit Papier zu Hause, Mutter und Großmutter haben so Dekorationen gefaltet als Heimarbeit, um ein bisschen Geld hinzuzuverdienen. Das hat er künstlerisch hier verarbeitet und in einer Serie von 7 Exemplaren ganz unterschiedlich gemacht. Weiter, das ist die weitgereisteste Arbeit aus Japan, Yasuaki Kuroda. Der webt tatsächlich Stoffe selbst aus Naturseide, die auch mit natürlichen Farben gefärbt wurden und entwickelt dadurch große Strukturen, die er dann in kleinen Arbeiten, speziell für uns, in kleinen Formaten eben auch weiterverarbeitet. Das ist also wirklich auf den Rahmen gespannt. Und dann, wenn sie fertig ist, gibt es als letzten Eingriff eine minimale Geste,
durch Linien, die er einführt, um irgendeine Betonung. Es kann mal eine Überkreuzung, es kann mal ein Feld, es kann auch wie hier so ein quasi ein Winkel sein. Und die bestechen wirklich die Arbeiten, wenn man sie vor allem dann bei sich zu Hause im Wechsel der Tageszeiten und Jahreszeiten sieht, weil die sehr stark aus Licht trägen. Das sind auch Vertiefungen. Ja, nee, es ist tatsächlich zweidimensional, aber durch diese Art der Zusammenstellung seiner Fäden, seines Ausgangsmaterials, erzeugen die eine unglaubliche Tiefe. Und ich glaube, auch auf der Kamera kann man sehen, das wirkt manchmal so ein bisschen pixelartig, ja. Ist aber ganz aus einer traditionellen, uralten Technik hergestellt. Aber es ist nachträglich, ist da gar nichts mehr mit Farbe geschehen, das sind nur die farbigen, genau. Also die gefärbten Fäden, genau, die davor eingewoben wurden. Das Ausgangsmaterial wird nicht verändert, der einzige Eingriff im Nachhinein ist eben, wie ich gesagt habe, diese geometrische Form, die da noch eine Betonung bringt. Ne? Dann die Arbeit von Peter Weber ist auch aus der Bauhausausstellung eine Faltung, die eben genau das Format A4 dann ergibt insgesamt. Und oben Matthew Hortin wiederum, das ist eine ganz direkte auch Pandemie-Reaktion, denn er hat mit Farben gearbeitet, die eigentlich nicht in der Kunst verwendet werden, sondern technische Farben sind aus Laborzusammenhängen, wo man quasi Bakterien, Viren, kleine Lebensformen nachweist mit. Und darum ist es so eine Oberfläche, die sich auch, sagen wir mal, nicht perfekt bearbeiten ließ. Er hat lange experimentiert, wie das überhaupt zu fixieren ist. Aber das auf diesen von ihm immer gerne verwendeten polygonalen Bildträgern ergibt eine ganz spezielle Geometrie und dann mit der Farbe eben auch ein echtes, sagen wir mal, Statement. Er hat auch im Lockdown, er lebt in den USA, sein Atelier ist aber bei seinen Eltern in Kanada, war immer kein Problem, bis der Lockdown kam. Er konnte ein halbes Jahr nicht in sein eigenes Atelier und hat da eben mit diesen Farben gemacht und anschließend diese Serie von 8 Arbeiten hergestellt. Wahnsinnige Vielfalt, aber was versteckt ihr hier? Noch weitere Editionsarbeiten? In der Tat gibt es da noch, da wir ja kleine Formate haben, direkt auch die eine oder andere Variante zu sehen. Aber im Wesentlichen muss man ja bei so einer Messe sehr viel auch im Hintergrund haben. Das heißt also Materialien zum Reinigen, vielleicht doch mal was umhängen, unsere eigenen Taschen. Und damit es hier ordentlich am Stand aussieht, lassen wir das eigentlich immer in den Kisten verschwinden, die an sich ja auch ganz unprätentiös die normalen Transportkisten sind, aber von mir so ein bisschen aufgepimpt mit unserem Linoleum, den wir in der Galerie haben, extra gemachten Rollen. Also es scheint Besuch nur in der Galerie, da findet man mehr solche Details, selbstgemachte Möbel und so weiter. Richtig, ja, das ist also aus unserem Hintergrund zu verstehen. Ich komme ja eigentlich aus der Architektur und bin dann übers Ausstellungsmachen, eigentlich meiner Vorliebe für konzeptuelle Kunst, eigentlich ins Ausstellungsmachen als Programmgalerie gekommen. Und da ist sehr viel, sagen wir mal, individuell. Okay. Ja, lohnt sich bestimmt ein Besuch und macht ihr auch eine Ausstellung jetzt zur Art Week? Ja, wir haben tatsächlich schon eröffnet am vergangenen Sonntag eine Ausstellung von Robert Schwantner. Das ist ein österreichischer Künstler, der seit über 20 Jahren sich mit dem Thema Umweltverschmutzung, Meeresverschmutzung auseinandergesetzt hat. Hat angefangen, ist gerade im Kunstmuseum Wolfsburg eröffnet worden, zufällig, das wussten wir nicht, als wir geplant haben, dass er ein Erdöl an einem Strand gesammelt hat, wo eine Tankerkatastrophe passiert war, 1999 in der Bretagne, und hat das in Schläuche abgefüllt, um der Flüssigkeit eine Form zu geben und daraus einen großen 2 Meter auf 1 Meter großen Teppich gewebt hat, also von Hand. Ne? Ja. Und jetzt hat er nach 20 Jahren, hat er mehrere Projekte, auch andere Werkgruppen gemacht, aber wir haben gerade eine Werkgruppe aus 3 installativen Arbeiten, wo er den Meeressand einer griechischen Insel auch wieder in solche, mit Meereswasser verdünnt, in solche Schläuche gegeben hat, den Teppich gewoben hat, und man sieht 20 Jahre später, vorher war es Öl, jetzt ist es das Mikroplastik, was überall in den Teppichen auftaucht. Und was man so sehen kann, dass er es eben isoliert, und darum heißt die Ausstellung auch Isolare. Isolare, okay. Ja, vielen Dank, viel Erfolg bei der Ausstellung. Könnt ihr mehr erzählen, aber die Kollegen... Die Menschen sollen einfach selbst vorbeischauen und dann auch mal auf der Roten Insel vorbeischauen. Da gibt es dann wahrscheinlich noch viel mehr zu sehen. Ja, also grundsätzlich haben wir auch eine Präsentationswand an einem Raum, wo wir tatsächlich immer solche kleinen Arbeiten auch haben, um auch neuen Leuten, die da hinkommen, unser Programm auf einen Blick zeigen zu können. Und es gibt so einen ähnlichen Querschnitt wie hier, aber jetzt
sind wir erstmal hier und ich hoffe, viele der Online-Viewer haben jetzt Lust, auch bei uns vorbeizukommen. Man findet uns ja zum Glück sehr schnell. Wir haben einen tollen Platz bekommen, direkt an der Plaza sozusagen, wo man sich trifft, also nicht zu übersehen. Direkt am Eingangsbereich. Wir schauen ein bisschen weiter. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Und ja, bis später.